Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Wandersaison hat begonnen und demnächst dürfen wir auch wieder in den Harz. Genau vor einem Jahr habe ich eine Wanderung in Boxwiese gemacht, die zu neuen Teichen des Oberharzer Wasserregals geführt hat und die zeige ich euch heute. Viel Spaß! Der mittlere Grumbacher Teich ist ein ehemaliger Bergbauteich. Ursprünglich hieß er Herzog August Teich und diente als Wasser- und Energiespeicher für die Erzgruben und Hüttenbetriebe. Der Teichdamm wurde im Sommer 1675 von 70 Bergleuten in nur 10 Wochen errichtet. Für mich ist es einer der schönsten Teiche überhaupt. Dahinter liegt der obere Grumbacher Teich. Er ist der größte Teich der sechsstufigen Auerhahnkaskade. Heute befinden sich am Südufer des Teiches ein Campingplatz, diverse Restaurants und ein Hotel. Der Stausee bietet darüber hinaus die Möglichkeit zum Baden und Angeln. Der neue Grumbacher Teich diente wie die anderen Teiche dieser Kaskade der Energieversorgung der Boxwieser Bergwerke. Heute bildet er zusammen mit dem oberhalb gelegenen Auerhahner Teich ein Trinkwasserschutzgebiet. Auf dem Weg zum Schalker Teich gibt es einige herrliche Ausblicke. Der Schalker Teich liegt im Schalketal nahe Vestenburg. In diesem Tal wurde der Gebirgsbach Schalke in seinem natürlichen Lauf durch mehrere Dämme gestoppt. Kurz nach Fertigstellung des Teichdammes ereignete sich ein folgenschweres Unglück. Am zweiten Weihnachtstag 1733 brach der neue Staudamm. Die Flutwelle forderte mehrere Todesopfer und verursachte schwere Verwüstungen, die bis in das nördliche Harzvorland hineinreichten. Der Weg führt am unteren Schalker Graben zum idyllisch gelegenen Zankwieser Teich. Im Sommer ist er als Badeteich sehr beliebt. Mit Berechtigungsschein darf man hier angeln. Karpfen, Forellen und Schleien bilden den Fischbestand. Der Weg führt uns weiter zum Kiefhölzer Teich. Der ehemalige Bergbauteich ist heute ein beliebter, familienfreundlicher Badeteich mit weitläufiger Liegezone. Auf unserer 16 Kilometer langen Runde gelangen wir an den unteren Kellerhalsteich und gehen am Ende der Wanderung über den Damm des großen Kellerhalsteiches. Die Wanderung befindet sich auch auf meiner Webseite und in meinem Harzer Wanderführer.